Wie sagt man jemanden, dass man ihn hasst, ohne ihm zu sagen, dass man ihn hasst? Man wirft natürlich ein Skript über die Seite eines Boots. Hier ist der Grund, weshalb der Pilger John Wayne sich weigert, Clint Eastwoods Tag zu versüßen. What do you want me to do? Draw your picture? Yeah. Ja, so sehr sie es auch glauben möchten, die beiden schnellsten Waffen des Westens waren damals nicht gerade das, was sie als beste Freunde bezeichnen würden. Anscheinend hatte John Wayne einst eine gewisse Abneigung gegen den Schauspieler Clint Eastwood. Da sie denken würden, dass das berühmte Hollywood-Duo in eine Art Butch Cassidy and the Sundance Kid-Mode zurückkommen würde, standen dieser Aussicht leider persönliche Einstellungen im Wege. Anstatt sich auf der großen Leinwand gegen all die Pilger und Punks da draußen zu verbünden, die fest entschlossen sind, den edlen Namen der Gerechtigkeit zu beschmutzen, entschieden sich Wayne und Eastwood dafür, Abstand voneinander zu halten. Die Entscheidung dazu war jedoch nicht gerade gegenseitig. Gemäß Express UK, John Wayne ließ sich nicht lumpen, als er mitteilte, was er wirklich über den eine Handvoll Dollarstar empfand, als die Gelegenheit 1973 auftauchte. Alles begann, als Eastwood sich an ihn wandte und ihm die Möglichkeit bot, an einem Film mitzuarbeiten. Tell me, you know where I can find him? Offenbar hegte John Wayne eine Abneigung gegen Clint Eastwood. Als er das Drehbuch für den Projekt mit dem Namen The Hostiles erhielt, das Eastwood anführte, war die Entscheidung, es zurückzuschicken, bereits fest entschlossen. Express UK bemerkte, dass trotz der Bemühungen von Eastwood, den Duke an Bord zu bringen, keine Geste der Beharrlichkeit oder des guten Willens konnte die Gefühle Waynes gegenüber Eastwood überschatten. Laut Wide Open Country verachtete John Wayne Clint Eastwood als Schauspieler lange bevor The Hostiles in seinem gewaltigen Stapel von Drehbüchern auftauchte und hielt seine Darstellung des amerikanischen Westens für eine Art Schande. Eastwood bemerkte, John Wayne schrieb mir einmal einen Brief, in dem er sagte, dass er High Plains Drifter nicht mochte. Er sagte, es ging nicht wirklich um die Leute, die Pionierarbeit im Westen leisten. Mir wurde klar, dass es zwei verschiedene Generationen gibt und er würde nicht verstehen, was ich getan habe. Stand aside! Trotzdem war Clint noch nicht damit fertig, den legendären Star in seine Region des filmischen Westens einzubringen. Also schickte er Wayne ein letztes Mal ein überarbeitetes Drehbuch für The Hostiles. Als er es erhielt, gab Wayne ihm Berichten zufolge kaum die Tageszeit an und geruhte nicht einmal, es zu lesen. Laut Verve Time spottete und bemerkte er angeblich zu seinem Sohn, bevor er es über die Seite seines Bootes warf, nicht dieses Stück Sch*** schon wieder. Nach einiger Zeit wurden die Pläne für The Hostiles schließlich verworfen und John Wayne und Clint Eastwood arbeiteten nie an etwas anderem zusammen. Die Zusammenarbeit der beiden Legenden des amerikanischen Westernkinos wäre wahrscheinlich etwas Bemerkenswertes gewesen, obwohl die Welt es leider nie erfahren wird. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Eastwood Wayne 1975 am Set seines letzten Films The Shootist einen Besuch abstattete. Das Einzige, was die Menschen immer zuverlässig spaltet, kann sie manchmal auch zusammenbringen. Und das ist die Politik. Obwohl er bis zu diesem Zeitpunkt eine äußerste Abneigung gegen Eastwood hegte, ließ John Waynes Verbitterung nach, als er erfuhr, dass der Unforgiving Star ein politischer Konservativer war. Wayne lehnt bekanntermaßen nach rechts und als er erfuhr, dass Eastwood es auch tat, löste sich ein Großteil der Feindseligkeit innerhalb weniger Minuten auf. Laut Express UK gelang es den beiden, eine gemeinsame Basis zu finden, indem sie sich über die gegenseitige politische Ansichten unterhielten.